Also Leute, ich habe heute ein Paket von Amazon bekommen und das machen wir jetzt zusammen auf. Vorab, das ist meine neue Maus. Ist echt geil, kann ich nur jedem empfehlen, Freunde. Auch beleuchtet. Und jetzt zum eigentlich Wesentlichen. Haben wir ein Paket von Amazon bekommen. Und das Ganze machen wir jetzt auf. Und dann zeige ich euch, was drin ist. Ich weiß schon, was drin ist. Ich freue mich auf morgen. Und ja. So, also machen wir das Ganze mal auf. Man sieht es schon, es ist eine neue Tastatur geworden. Ich mach mal den anderen Karton weg. So. Also hier die Marke Nomia Rita. Das Ganze habe ich auf Amazon gekauft. Amazon Prime kommt im Regelfall am nächsten Tag. Spätestens nach 2 Tagen ist das Ganze auch da. Kann ich auch nur jedem empfehlen. So, jetzt habe ich das Ganze wahrscheinlich falsch rum aufgemacht. So, jetzt. Also hier nochmal die Marke. An dieser Stelle keine Werbung. So. Also, hier eine Anleitung, hier ist noch eine Anleitung dabei, brauchen wir nicht. Hier haben wir noch die Handaufstütze mit den nötigen Schrauben und einem Schraubenzieher, der dabei ist. Hier ist eine separate Handyhalterung dabei und das Kabel. So, also, hier haben wir das Kabel, tun wir einmal die Folie abmachen. Dann haben wir hier, die Verpackung brauchen wir eh nicht, eine separate Handyhalterung. Ist ganz nice. Brauchen wir nicht unbedingt. Hier ist nämlich auch eine Handyhalterung. Hier könnt ihr euer Handy rein. Ich habe hier leider keins. Ich habe noch ein altes kaputtes. Sprich, so könnte das Ganze aussehen. Oder eben hier. Je nachdem. Das Ganze wird hier hingeschraubt. Ihr seht die 3 Löcher hier. So. Ich würde sagen, ich schließe das Ganze mal kurz an und dann bin ich gleich wieder da. So, also ich bin wieder da. Die Tastatur ist angeschlossen. Ihr seht es auch schon, die ist beleuchtet. Sehr geil. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja. Hier, wie gesagt, sind nochmal die Schrauben und unter den Scheiben. Die Handauflage. Ich schließe das Ganze mal an. Beziehungsweise baue das Ganze mal zusammen. Ne?
So, also hier habe ich das Ganze mit dem Schraubenzieher, der dabei ist, festgeschraubt. Und jetzt drehen wir das Ganze um. So, also. So sieht das Ganze aus, hier mit meiner Maus zusammen. Ich zeige euch das Ganze jetzt, wenn es etwas dunkel ist. So, also hier, ich sag mal, bei Dämmerung ohne Licht sieht das Ganze so aus. Nachts wird das Ganze nochmal stärker leuchten. Ist auf jeden Fall geil. Ihr könnt hier zocken, schreiben, spielen, was auch immer. Sehr, sehr geil. Das Ganze hat 50 Euro gekostet, 55 Euro. Ohne die Maus. Die Maus waren 20, das wird 25 Euro, ich bin mir sicher. Das Ganze über Amazon Prime kommt in 2 Tagen auf jeden Fall an. Kann ich nur jedem empfehlen. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Video. So, als krönenden Abschluss zeige ich euch noch, was ihr mit der Tastatur noch machen könnt. Ihr könnt natürlich die Beleuchtung ändern bzw. die Farbe. Dazu drückt ihr hier Fn und dann eine beliebige Zahl von 1 bis 9. Das war jetzt 1. Auf 2 sieht das Ganze so aus. Jetzt sind langsamer die Farben. Auf 3 so. 4. Hier ist einfach lila. 5. Das sind die Farben. 6. Das ist das so heftig, das blinkt. 7. 8. 9. 9 ist ganz normal, ich denke, das ist ganz klassisch. 2 oder halt 9. Naja. Also, kann ich auf jeden Fall empfehlen, die Tastatur. Cool, ziehe ich euch auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.